Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben Samstagmorgen, die Sonne scheint und wir haben überlegt, wo könnten wir ganz spontan irgendwo noch hinfahren. Dann haben wir von einer ehemaligen Arbeitskollegin gehört, wir sollten mal nach Falkenburg fahren. Das liegt in den Niederlanden. Und da sind wir hier auf den Campingplatz Dendriesch gefahren. Der hat zwar eine bisschen enge Zufahrt, aber hier stehen große Wohnmobile, auch Wohnwagen, also nicht nur kleine. Man muss nur bei der Zufahrt beachten, dass man geradeaus weiterfährt bis zum Kreisverkehr, da einmal dreht, dass man dann hier vorne so wunderbar reinfahren kann. Wir zeigen euch das Schild, das ist nämlich extra so vermerkt. So, und hier ist dann jetzt die Zufahrt zu sehen. Jetzt geht's steil bergauf. Vorne rechts befindet sich jetzt die Rezeption. Schnell noch ein paar Duschmarken besorgen, haben wir jetzt nötig. Was haben wir für ein Glück mit dem Wetter? Extra für den Simon, hier ist der Zeltplatz. Hier gibt es auch etwas größere Plätze. Wir haben direkt einen Wasseranschluss und Stromanschluss. Und jeder von diesen Plätzen hat hier sogar eine Hängematte. Das nenne ich ja mal toll. Hier ist dann die Ver- und Entsorgung und man kann auch gleichzeitig seinen Müll loswerden. Hier sind die Sanitäranlagen, die waren auch okay. Oberhalb des Campingplatzes kann man Minigolf spielen, es gibt eine Sommerrodelbahn, einen Sessellift. Und Turmspringen war angesagt. Das war eine mega Gaudi. Der Lärmpegel war natürlich auch sehr hoch, aber am späten Nachmittag war schon Ruhe. Vom Campingplatz aus gab es einen Weg runter in den Ort. Das waren ca. 500 Meter.
Hier ist die Falkenburg mit einem dazugehörigen Restaurant. So, und dann stürzten wir uns ins Getümmel. Also verhungern und verdursten tut man hier nicht. Es gab auch noch einen Markttag. Und hier sieht man, wie wenig Wasser da ist. Und über allem thront die Burg. Ja, leider sind wir schon wieder auf dem Rückweg. So ein Wochenende ist ja gar nichts, aber es hat uns trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Zu der Stadt Falkenburg können wir sagen, es gibt viel zu sehen, ob das die Burg ist oder der Vergnügungspark. Im Ort ist auch jede Menge los, also es gibt, ich weiß nicht, hunderte von Restaurants hat man das Gefühl. Also es ist tierisch was los. Zur Weihnachtszeit soll es dort auch ganz toll sein. Da gibt es einen Weihnachtsmarkt, der ist in der Grotte und der soll auch besonders schön sein. Der Campingplatz war auch okay. Was wir sagen müssen, die Rezeption macht allerdings erst um 9 Uhr auf. Das heißt auch Brötchenservice gibt es erst ab 9. Das ist für uns eigentlich ein bisschen zu spät, weil um die Uhrzeit sind wir schon längst am Frühstücken oder haben schon gefrühstückt. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Ansonsten können wir sagen, das Wochenende war sehr schön und wir freuen uns jetzt auf die Messe. Bis dahin. Hunde waren auch noch erlaubt. Richtig, Hunde waren erlaubt, vergessen wir leider Gottes immer wieder. Und wir haben für den Stellplatz 22 Euro bezahlt, ohne Strom. Der Strom wird in Münzen, also da ist so ein Automat mit Münzen gefüttert. Und die Duschen haben 70 Cent gekostet. Die Duschmarke muss man sich an der Rezeption holen. So, ich hoffe, ich habe nichts mehr vergessen. Ansonsten fragt bitte, ich denke, dann fällt es uns wieder ein. Habt noch eine schöne Woche. Wir hoffen, wir sehen euch in Düsseldorf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.